Guten Abend miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar, wo wir den Beruf Medientechnologe vorstellen. Mein Name ist Céline Lederach, ich arbeite bei Swisscom in der Grundbildung. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die unten bei F&A stellen und wir werden sie am Ende vom Webinar beantworten. Ich übergebe das Wort an Markus Wobmann. Er ist langjähriger UK-Instruktor, Medientechnologe bei Swisscom und ist heute als Stellvertretung Ja, einen guten Abend auch von meiner Seite an alle euch da draußen, die ihr jetzt da mit dabei sind. Ich werde euch gerne natürlich den Beruf heute, den Medientechnologin, ein bisschen näher bringen. Und vielleicht gerade noch schnell zum Anfang. Es kann sein, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen erstaunt ist, aber Medientechnologe, es ist eine neue Berufsbezeichnung, die wir jetzt im dritten Jahr führen. Bis anhin ist das der Drucktechnologe. Also wenn jetzt da in der Präsentation vielleicht das eine oder andere Mal vom Drucktechnologen sollte gedreht sein, wir meinen natürlich den Medientechnologen. Ja, dann gehen wir doch gerade mal, steigen wir ein ins erste Bild. Was wir da sehen, ist eine Schulmaschine, wo wir in unserem Ausbildungszentrum haben. Also wer den Beruf erlernen, der ist in der UK, in der überbetrieblichen Kurs mit der Maschine, mit der Schulmaschine, muss er sich auseinandersetzen. Das ist eine Vierfarbe Offset-Druckmaschine. Und wir werden jetzt gerade sehen, da kommt jetzt die Drucktechnologin. Ich kann vielleicht an dieser Stelle ganz schnell sagen, wir machen einen kurzen Stopp vielleicht im Video. Der Frauenanteil in diesem Beruf ist in den letzten Jahren konstant gestiegen und wir sind heute bei einem guten Drittel Frauen, die den Beruf erlernen. Weil man kann eigentlich klar sagen, körperlich ist das vielleicht lange ein Thema gewesen, dass man Lasten, schwere Sachen hat laufen, ist aber heute überhaupt kein Thema mehr. Man hat da diverse Hilfsmittel. Also körperlich können das sowohl Frauen wie Männer sehr gut bewältigen. Was wir da jetzt sehen, ist das Einspannen oder der Wechsel von einer Druckform. Also die Drucktechnologin hebt jetzt da Druckplatte, wie wir sagen, und tut die einheben auf den Plattenzylinder. Und vielleicht kann ich da, bis das passiert ist, auch schnell sagen, warum dass wir ja da vom Offset-Druck reden. Offset beschreibt eigentlich einen indirekten Druck, also Offset, absetzen, weil wir drucken immer zuerst den Abzug auf den blauen Gummituchmantel und von dem Gummituch nachher letztendlich auf den Druckträger, was in der Regel Papier ist, kann aber auch Karton sein natürlich, Folie, Plastik, Aluminium, das ist alles bedruckbar im Offset-Druckverfahren. Genau, da sind wir jetzt auch wieder eine Drucktechnologin, wo tut die Grundfarbe Magenta oben ins Depot einfüllen. Es ist ja so, also das sind ein paar pastöse Farben und wenn wir vom Vierfarbendruck reden, dann ist das mit diesen drei Prozessfarben Cyan, Magenta und Yellow, die ihr wahrscheinlich auch von euren digitalen Druckern, die ihr vielleicht daheim habt, kennt. Und ergänzt wird ja das für den Kontrast vom Bild noch mit Schwarz. Darum reden wir da vom klassischen Vierfarbendruck. Sie macht das sehr sorgfältig mit dem Spachtel. Das sind so halbpastöse Farben, die man eben mit dem Spachtel bewegen. Einfüllen ins Depot. Und das ist auch eine von den Aufgaben, natürlich, wenn wir immer schauen, dass genug Farben drin sind. Da ist jetzt der Drucktechnologe am Einstellen vom Papier. Also jedes Format, jede Papierqualität oder Dicke muss neu eingestellt werden. Also das ist etwas, was auch so ein bisschen handwerkliches Geschick erfordert. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Das, was wir hier sehen, die Druckmaschine ist eine kleinformatige Druckmaschine. Die gibt es natürlich bis zu Plakatformat, also in sehr viel größeren Dimensionen.
Jawohl, da wären wir jetzt am Arbeitsplatz, eigentlich am Hauptarbeitsplatz vom Medientechnologen. Und zwar hat er da auf dem Arbeitspult einen Bogen ausgelegt zur Kontrolle, zur visuellen Kontrolle. Und mit dem Scanner, den ihr jetzt hier seht, drüber reinfahren, werden die Farbwerte ermittelt, oben auf dem Druckkontrollstreifen. Und dann kann man das regulieren, bis wir da innerhalb von unseren vorgegebenen Toleranzen sind. Vielleicht gerade noch, bevor wir weitergehen, der Druckkontrollstreifen, der jetzt hier vom Scanner abgefahren worden ist, müsst ihr mal achten, der begegnet euch auch im Alltag auf diversen Produkten. Kommt zwar immer ein bisschen erstaunt, die Frage, wo denn? Also beispielsweise, wenn ihr eine Zeitung lest, 20 Minuten vielleicht, dann seht ihr so einen Druckkontrollstreifen. Oder wenn ein Tetrapack, Milchbeutel zum Beispiel, aufklappen, weil es ein bisschen flach drücken für den Kübel, dann ist meistens im Boden rein, in diesen Falzungen, so einen Druckkontrollstreifen versteckt. Ganz ein wichtiges Steuerungselement für Medientechnologen. Mhm. Also alles Bilder, die wir hier sehen, aus dem Viscampus UK-Zentrum, wo wir da wirklich so eine wunderschöne Druckmaschine verfügbar haben für die Grundausbildung. Der Drucktechnologe tut jetzt gerade mit einem Fadenzähler oder Lupe, wie wir auch sagen, Detailprüfungen vornehmen, also zum Beispiel, ob der Farbpasser schön stimmt, und kann das gegebenenfalls dann über den Leitstand, wie wir auch sagen, dem Arbeitsplatz, die Feinkorrekturen da nach vorne. Also ein Einrichtprozess und dann kommt dann letztendlich das Produzieren. Auf dem Bild sehen wir jetzt eigentlich den Grund, warum dass man heute neu vom Medientechnologen redet und nicht mehr nur vom Drucktechnologen, weil die Ausbildung ist auch ein bisschen erweitert worden. Wir sehen nämlich hier im Hintergrund eine digitale Druckmaschine. Und digitale Druckmaschinen werden heute parallel eingesetzt in jeder Druckerei für ein Segment von Kleinauflagen. Also wenn jemand beispielsweise Visitenkarten bestellt, ein paar wenige hundert Kuverts, dann wird das sehr oft mit solchen digitalen Maschinen gemacht, was letztendlich eigentlich nichts anderes als ein Hochleistungskopierer ist. Und das gehört heute mit in die Ausbildung von der Medientechnologie, parallel Digitalschiene und mit dem Hauptschwerpunkt auf dem Druck, also auf der Druckmaschine. Das ist ein Hinweis, da ist jetzt eben vielleicht ein bisschen die Diskrepanz, da ist jetzt vom Drucktechnolog gedreht. Der Grund ist der, das ist ein SRF-Beitrag über die Medientechnologie. Ist nicht mehr ganz taufrisch, das Video. Das könnt ihr aber anschauen. Der Hinweis ist unten verlinkt. Im Chat könnt ihr den Link anschauen, wo ihr das Video könnt abrufen könnt. Persönlich bin ich der Meinung, das gibt extrem wertvolle Infos über den Beruf, weil da kommt der Lernende, der hier im Bild ist, zur Sprache und tut das aus seiner Optik, wie er das Berufsbild erlebt, tut er das sehr übermitteln. Jawohl. Gut, dann gehen wir eins weiter. Jawohl, also da gehen wir der Frage nach auf dieser Seite, was machen die Medientechnologen eigentlich? Also ein bisschen das Hauptprodukt sind natürlich Zeitungen, Prospekt, Flyer, wie wir auch sagen, hin zu Plakat. Da könnte man natürlich sehr viel mehr noch nennen. Briefschaften, Kuvert, Bücherdruck, letztendlich auch das Papiergeld, also das Notengeld, ist ja auch ein Printprodukt. Und nebst dem Papier können wir aber auch Karton drucken, Folien und andere Materialien, beispielsweise Blech. Also wenn ich von Blech rede, denke ich an Büchsen, Red Bull wäre so ein Beispiel, weil solche Produkte werden als planliegende Blechtafeln bedruckt und erst im Nachgang dann zu der fertigen Büchse in dem Fall dann verarbeitet. Die Fachrichtungen, ihr könnt ja aus drei Fachrichtungen in diesem Berufsbild wählen.
Also wenn wir von Print reden, dann meinen wir den Offset-Druck. Das ist jetzt das, was wir in den wenigen Bildern, die wir bisher gesehen haben, uns haben können vor Augen führen. Der Digitaldruck ist da drin, der Tiefdruck ist da drin und der Trägerverband ist Viscom. Vielleicht müsste ich zu dem Print noch sagen, oftmals existiert heute in der Gesellschaft, vielleicht auch in eurem Umfeld, Kollegenkreis, Eltern, die Meinung, dass Print allenfalls keine Zukunftschancen hat. Und da muss man einfach entgegnen, wir müssen ja wissen, wir sind wirklich umzingelt von Printprodukten. Also das fängt an, wenn ihr am Morgen den Kühlschrank vielleicht aufmacht und das Morgenessen rausnehmt, Cornflakes vielleicht zu der Schublade rausnehmt, das sind alles die Verpackungen, das sind alles Printprodukte, die vorwiegend als Hauptteil in sehr, sehr grossen Volumen im Offset-Druck hergestellt sind. Trägerverband ist die Viscom für das Berufsbild. Dann haben wir die Print-Media-Technik. Das ist eigentlich ausschließlich Digitaldruck. Kundenkontakt ist da erwähnt in Klammern. Und zwar einfach deshalb, weil das Berufsbild, das wird vor allen Dingen ausgeübt in Print-Shops, also wo Laufkundschaft bedient wird. Beispielsweise, wenn ihr eine Dissertation oder eine Schüleraufgabe auf Papier bringen müsst, ein bisschen schön binden müsst, dann macht man das oftmals in solchen Printjobs. Der Siebdruck ist da noch ein Thema, ist eher ein bisschen handwerklicher ein handwerklich geprägter Beruf. Da muss man allerdings sagen, das sind nur noch Spezialanwendungen, die da zum Einsatz kommen. Und der Trägerverband in dem Fall wäre Werbetechnik und Print. Und was ich vielleicht glaube, noch vergessen habe, oben bei der Print Media Technik ist der Trägerverband, wie ihr es seht, Copyprint Swiss. Jawohl. Gut. Kernkompetenzen. Also was eben müssen wir alles hauptsächlich erledigen in unseren Arbeitstagen? Natürlich arbeiten wir mit dieser Druckmaschine. Das ist unser persönliches Werkzeug. Wir organisieren die Produktionsabläufe organisieren. Das heisst, am Morgen macht man sich ein Bild über die Farbigkeit vielleicht auch von den Aufträgen, tut die ein bisschen so zusammenstellen, dass es ein bisschen sinnvolle Abläufe gibt betreffend Farbwechsel, dass wir nicht immer hin und her waschen müssen, dass wir das ein bisschen zusammennehmen. Dann tun wir natürlich die Druckmaschine einrichten. Also, das heisst, der Materialtransport muss sichergestellt werden, dass das einwandfrei durchläuft, die Maschine, die Druckform einheben und einrichten, bis hin dann, dass wir sagen, jetzt können wir die Produktion starten. Qualitätssicherung, die muss natürlich immer im Auge behalten werden. Der Kunde ist da sehr heikel heute. Der will eigentlich immer in erste Qualität haben. Und dann, wenn die Produktion läuft, ist natürlich ein Überwachen angezeigt. Wir müssen den Prozess überwachen, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Störungen erkennen und beheben. Da ist es gut, wenn man ein bisschen mechanisch auch ein Flair hat. Und geübte Drucker, fällt einem auf, die tun auch oft mit dem Gehör gewisse Störungen schon erkennen. Also wenn zum Beispiel Luftgeräusche plötzlich anders tönen, dann sind die schon so ein bisschen darauf aufgelupft, dass hinten vom Materialtransport etwas könnte Probleme verursachen und könnte das dann entsprechend beheben. Und ein wichtiger Punkt, die Druckmaschine, die ist uns Medientechnologen anvertraut, das heisst, wir sind dann zuständig für die Wartung. Das heisst, immer die Reinigung, Tagesreinigung, Wochenendreinigung und das ganze Warten von der Maschine, also sprich Schmieren, Fetten, Ölen, das gehört alles zu einer Tätigkeit, die der Medientechnologe dort in Eigenverantwortung übernimmt. Jawohl. Anforderungen. Genau, was müssen wir mitbringen? Also, wir müssen eine abgeschlossene Schulbildung auf Stufe Sek 1 im mittleren Anspruchsniveau haben. Und natürlich müssen wir Punkte
wenn wir exakt und super arbeiten können, weil wir haben da sehr heikle Materialien, Druckplatten, das sind dünne Aluminiumbleche, Papier, das wir verarbeiten, das wird man knitterfrei können handeln. Wir müssen eine rasche Auffassung haben, weil die Maschinen sind sehr schnell laufend. Die produzieren bis 20'000 Blatt Papier pro Stunde. Und da müssen wir können reagieren. Konzentrationsfähigkeit in diesem lebendigen Umfeld können 8 Stunden lang, was einem normalen Arbeitstag entspricht, können eben konzentriert arbeiten. Dann ist es unabdingbar, dass wir Interesse an mechanischen Maschinen haben, mechanischen Abläufen, physikalischen Prozessen und Freude mit den Händen zu arbeiten, etwas werken, wie wir auch sagen, weil wir sind ja nicht statisch. In diesem Beruf ist man eigentlich den ganzen Tag in Bewegung, am Hin- und Herlaufen an dieser Druckmaschine, auf und ab und all die Arbeiten im Fokus. Also da ist es wichtig, dass man sich gerne tut, körperlich bewegen. Farbe sehen ist ein wichtiger Punkt. Also dass ich in der Lage bin, feinste Nuancen, Farbunterschiede zu erkennen. Und ist natürlich gut, wenn ich dann auch kann, sehen kann, was der Farbe allenfalls fehlt, um noch komplett das Optimum herzukommen. Teamfähigkeit. Wir sind in Druckerei ist man selten allein. Also das ist schon rein aus Arbeitssicherheitsüberlegungen nicht angezeigt. Wir müssen können in einem Team gut funktionieren. Und trotz der Teamfähigkeit natürlich müssen wir selbstständig agieren, weil wir haben in der Regel ein Tagesprogramm, wo uns vorgelegt wird und natürlich müssen wir das dann eigenständig, selbstständig können abarbeiten. Gut, dann gehen wir noch eins weiter. Genau, da haben wir ein paar wenige Beispiele aus der Praxis. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist also eine typische, wie wir sagen, Briefschaft. Also wenn jetzt beispielsweise ein Malerbetrieb ein Rechnungsformular gedruckt hat, und das in Kombination natürlich mit dem braucht ja Kuvert dazu. Visitenkarte ist sicher ein Thema. Ein Schreibblock ist da noch abgebildet, immer mit dem gleichen Logo. Und was wir auch noch sehen, sind so Post-it-Zettel. Aber das ist jetzt ganz ein kleiner Abriss von möglichen Produkten, die hergestellt werden. Eben, ich habe es schon erwähnt, das können Plakate sein, das können Flyer sein, Bücher, Notengeld, so ein bisschen als Randbemerkung vielleicht noch. Also sehr, sehr, sehr vielfältig. Berufsschule. Was haben wir für eine Berufsschule? Das ist einerseits, also eben zuerst die Schulstandorte, Aarau, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. Das sind alles Berufsstandorte. Berufsschulstandort und es ist so aufgeschlüsselt, im ersten Lehrjahr haben wir 2 Tage Schule, Berufsschule und dann ab dem zweiten bis und mit 4. Lehrjahr ist das jeweils nur 1 Tag. Zu der Berufsschule ist vielleicht noch zu sagen, das ist ja der 2. Lernort. Erster Lernort ist ja, das Geschäft, wo ihr dann eure Lehrstelle habt. Und der 3. Lernort, den sehen wir hier noch, mit UK, überbetriebliche Kurse. Und die Idee vielleicht ganz kurz von diesen überbetrieblichen Kursen. Ich müsst euch vorstellen, Druckereien, die sind ja sehr unterschiedlich gegliedert. Also da gibt es grosse Betriebe, kleine Betriebe. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Druckmaschinen selber. Von Kleinmaschinen bis zu Grösstanlagen. Und mit diesen überbetriebliche Kurse wird man so ein bisschen Basics vermitteln und sicherstellen, dass alle Lernenden unabhängig von ihrem Lernort die gleiche Grundausbildung können geniessen. Stattfindet tun die UK allesamt deutschschweiz weit in Aarau am Wyss Campus und das sind insgesamt auf die ganze Lehrzeit 15 Tage und das bedeutet konkret
verteilt auf die ersten drei Lehrjahre je 5 Tage. Also in einem überblickbaren Rahmen, da gibt es ja Berufe, die sehr, sehr viel mehr so UK-Tage haben. Also 15 Tage UK. Lohnerwartung. Und das ist vielleicht ein Thema, das euch natürlich auch Wunder nimmt. Also es ist da gesehen, die Aufschlüsselung. Erstes Lehrjahr 600 Franken, geht auf 800 Franken im zweiten Lehrjahr, 1000 Franken sind es dann im dritten Lehrjahr und 1400 dann im vierten Lehrjahr. Vielleicht zu dem noch schnell sagen, es ist eigentlich so, in der Praxis aufteilt in den ersten 3 Jahren, da ist wirklich eine Ausbildung. Und im vierten Lehrjahr ist dann sehr oft, dass man schon sehr, sehr selbstständig arbeitet und einfach so, so ein die Berufsroutine, wie wir auch sagen, tut aneignen. Darum ist auch dann der Lohn doch schon, ich finde, schon ganz ordentlich. Mindestlohn ist da noch drauf. Also der ausgelernte Lohn, 4200 Franken steht da. Und das ist einfach der GAV, also der vertragliche garantierte Mindestlohn. Und Praxis zeigt mir eigentlich, wenn sich jemand gut macht in dem beruflichen Umfeld, kann man sich da wirklich sehr schnell weiterentwickeln. Ja, Laufbahn, also wenn man so eine Grundausbildung genossen hat, dann ist das natürlich möglich, dass man den Beruf mehrere Jahre ausübt, kann sich aber auch weiterbilden. Ihr seht das so die Auflistung. Man kann sich zum Druckkaufmann, Kauffrau weiterbilden. Höhere Fachprüfung ist möglich, höhere Fachschule bis hin zu einem eigentlichen Studium an der Fachhochschule. Da muss man dann einfach ein bisschen schauen, auch, was hat man im Sinn. Also eben, beispielsweise wird man eine Abteilungsleitung übernehmen. Dann wäre wahrscheinlich so ein Druckkaufmann, Kauffrau angezeigt. Dreht man sich vielleicht mit dem Gedanken, einen Druckerei selber zu übernehmen. Dann ja, kann man das eben weiter pflegen, die Weiterbildung, bis hin eben zu der Fachhochschule. Jawohl, jetzt da ganz ein wichtiger Hinweis noch. Wir haben jetzt eigentlich, und das ist jetzt ein optimales Timing, wir haben am 11. November im Wyss Campus einen Schnuppertag. Da könntet ihr euch noch anmelden. Und das würde euch den Beruf wirklich sehr viel näher bringen, weil das wäre dann 1:1 in einer relativ kleinen Gruppe, wo ich euch das Berufsbild näher bringen könnte. Also da könnte man schnuppern, schmücken, hören, fühlen. Ja, da würde ich euch dann gerne ein bisschen lustig machen auf den Beruf. Jawohl, was haben wir noch? Genau, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, um anfällige Fragen noch zu stellen, die sich da vielleicht auf eurer Seite ergeben haben. Genau, noch ganz kurz, im Chat findet ihr noch den Link für einen Schnuppertag, wo ihr euch anmelden könnt, wenn ihr Interesse hättet. Zu den Fragen. Eine ist reingekommen, was für Weiterbildungsmöglichkeiten das man hat. Ich glaube, die haben wir jetzt gerade angeschaut. Oder hast du noch etwas zum Ergänzen, Markus? Nein, also eben, ich glaube, wie wir es auf der Tafel gesehen haben, da liegt eigentlich das ganze Spektrum ist offen bis hin zu einem Studium. Okay. Dann ist gefragt worden, wie die Zukunftsaussichten sind. Also für den Beruf. Genau, da, also ich bin vielleicht ganz kurz schon darauf eingegangen. Das Problem kommt eigentlich von dort her, viele Leute sind heute der Meinung, heute wird doch alles, was print ist, digital hergestellt. Sprich, der Horizont, den dann die Leute vor sich haben, ist immer der Drucker, wo sie dann vielleicht privat oder am Arbeitsplatz neben ihrem Computer haben. Und meine Antwort auf das ist eigentlich, man muss eben nur mal die Augen aufmachen. Es ist alles farbig um uns herum. Und das sind Tonnagen von Printprodukten, die da tagtäglich hergestellt werden. Und das kann man nur mit diesen leistungsfähigen Maschinen
die wir heute am Markt haben, kann man das bewältigen. Und vielleicht dazu noch ein Hinweis, die Schulmaschine, ich habe das eine oder andere von euch geachtet, ist mit Heidelberg beschriftet gewesen. Das ist ein grosser deutscher Maschinenhersteller, Druckmaschinenhersteller. Und wenn wir schauen, was die jährlich an die Weiterentwicklung von ihren Druckanlagen investieren, aufwerfen an Finanzen, das ist, da wird es einem klar, dass die Firma ganz klar davon ausgeht, dass mindestens mittelfristig das Print eine absolute Zukunft hat. Da ist noch gefragt worden, welche Fächer sind für einen Beruf wichtig? Also in der Berufsschule oder in der Oberstufenschule? Ja. Also es ist so, ihr habt ja vielleicht gesehen, in den schulischen Anforderungen ist vom mittleren Niveau gedreht. Also ich stelle fest, wenn ich UK gebe, nehmen wir mal als Beispiel Mathematik. Ich kenne selten Druck- oder Medientechnologen, die extrem gern rechnen oder auch komplexe Rechenoperationen sehr gern machen. Das ist auch nicht in erster Linie nötig. Natürlich müssen wir auch eins und eins zusammenzählen und so ein bisschen die grundlegenden Rechenoperationen können. Aber wo wir vor allen Dingen können, in diesem Beruf punkten können, ist mit Agilität, dass wir können, eben reagieren können, dass wir Freude haben an Farben, an Maschinen haben und die Schulfächer durchaus wichtig, aber nicht das Hauptkriterium. Gut, merci. Und ist der Beruf anstrengend? Jawohl, das ist, habe ich auch bei der Präsentation erwähnt, der Frauenanteil ist lange Zeit so ein bisschen, sehr verhalten gewesen, weil bis vor wenigen Jahren hat man in diesem Beruf auch recht schwere Lasten müssen stemmen, also mit den Papier, wenn ihr das euch vorstellt, wenn ihr mehrere hundert Bögen aufs Mal in der Hand habt, dann ist das ziemlich schwer. Da stehen uns heute, und da sind alle froh, elektronische Hilfsmittel zur Verfügung. Also heute kann der Beruf wirklich sehr gut von Frauen wie Männern bewältigt werden. Eben körperlich streng ist das im Sinn von, dass wir natürlich auf der Beine sind, wir sitzen nicht. Aber wir sind in Bewegung und Lasten heben etc. ist heute sehr, sehr vernachlässigbar. Okay. Die letzte Frage, die wir noch haben, was sind die Voraussetzungen für einen Beruf? Jawohl. Also, ich muss mal eben Freude haben an Mechanik. Ihr müsst euch vorstellen, das Werkzeug, das da euch anvertraut wird, das hat so einen Investitionspreis von 500.000 aufwärts. Das können gut und gern bei grossen Anlagen auch 4 Millionen sein. Und da haben wir natürlich schon die Verantwortung, dass wir mit dem sorgfältig können umgehen können, dass wir Freude haben an Papier, an Farben. Entschuldigung. Und einfach ein gutes Farbauge haben. Und eben interessiert sind, immer das Optimum können rauszuholen. Gut, super, merci vielmals. Ja, wir haben keine Fragen mehr. Das heisst, wir wären am Ende angelangt. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und wenn du nichts mehr hast, würden wir uns verabschieden. Sehr gerne. Also ich hoffe, wir haben euch ein bisschen lustig machen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn man das eine oder andere von euch gesagt hat am Schnuppertag. Danke vielmals. Tipptopp. Also, merci vielmals. Schönen Abend und alles Gute. Dankeschön. Ade miteinander.